Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Purpur. Ihr habt zum Titel schon gesehen, der nächste Terra Titan Raid wurde angekündigt. Ganz kurz nochmal zur Erinnerung vorab. Ab dem 1. Mai bis zum 14. Mai könnt ihr nochmal Windewoge und Eisenblatt fangen und auch bekämpfen. Verpasst das auf gar keinen Fall. Es gab beim ersten Mal einen kleinen Fehler bei den beiden Raids. Und deswegen könnt ihr das jetzt nochmal nachholen. Ich weiß, dass ein paar Leute aus der Community das vergessen haben zu machen. Dieses Mal dürft ihr es auf gar keinen Fall vergessen, weil man weiß nicht, ob es danach nochmal kommt. Also 1. Mai bis 14. Mai, ganz wichtig. Und jetzt zur eigentlichen Meldung. Der nächste Terra-Titan-Raid wird in Talion sein. Und mit dem Terra-Titan-Typen Eis. Wenn ich das hier richtig sehe. Das Ganze vom 28. bis zum 30. April und 5. bis 7. Mai. Ist also wieder Wochenende auf Wochenende, ohne Wochenende dazwischen. Und langsam verliere ich so ein bisschen den Glauben daran, dass wir irgendwann Legi-Raid sehen werden. Ich gucke jetzt nochmal mit euch zusammen, welche Pokémon noch offen sind, die noch kommen müssen. Von den Startern, weil irgendwie, wir haben bisher, was haben wir bisher? Wir haben Quajutsu, Glurak, Admurai, Libalo, Tornupto, Igamaru ist noch offen, Chimpep ist noch offen, Fings ist noch offen. Memeon kommt jetzt, Bautz hatten wir auch, also und Silvaro hatten wir auch schon. Also komm, haben wir noch offen Igamaru, Chimpep, Fings. Die drei. Wir müssen also noch 6 Wochen plus die 2 Wochen für Inteleon aushalten, bis wir endlich vielleicht mal ein Legi-Raid sehen, falls sie dann nicht mit den Hisui-Pokémon und so anfangen. Ich hoffe, dass dann endlich Legi-Raids kommen, weil es können ganz viele Legi-Raids kommen. Ja, hoffen wir mal, dass dann danach nur noch Igamaru, Chimpep und Fings offen sind. Wenn Inteleon Wasser ist, wir hatten vor Glurak, Libalo und Tornupto. Ich kann mir vorstellen, dass Fings vielleicht sogar als letztes kommt. Als nächstes dann... Ah, die werden bestimmt jetzt anfangen... Mit den Starter-Pokémon von der 9. Generation. Angefangen mit Memeon. Da sind die nächsten beiden bestimmt Fings und Chimpep. Und als letztes kommt nochmal Igamaru. So könnte ich es mir vorstellen. Und danach dann hoffentlich endlich Legi-Raids. Lasst mal gerne in den Kommentaren mich wissen, wie ihr das findet. Inteleon, ich bin ganz ehrlich. Ja, finde ich nicht so extrem spannend. Also... nicht der Mega-Hype für mich. Lasst gerne ein Like auf dem Video da. Ich werde natürlich am Freitagmorgen euch auch vorstellen, was der beste Counter ist. Terra-Typ Eis, das fällt mir da ein. Ohne die Attacken jetzt zu kennen von der Inteleon, natürlich Kampf oder Stein oder Feuer. Feuer wahrscheinlich gegen Inteleon nicht, aber vielleicht Kampf. Ein cooles Kampf-Pokémon könnte ich mir gut vorstellen. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, gerne ein Follow auf den Kanal lassen. Ich werde es natürlich auch live streamen am Freitag. Und würde sagen, Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein.